Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will euch heute einen Bus und Terminal, naja, nicht Bus-Mod, eher Bus-Passenger-Mod und Terminal-Mod vorstellen. Das ist kurz und knapp, ihr könnt Leute chauffieren. Ihr könnt praktisch Leute von A nach B transportieren und dafür Kohlen kassieren. Ne? So, sagen wir es mal so. Also praktisch eure Aufträge fahren. Oder noch deutlicher, sowas wie ein Bus-Simulator. Das will ich euch hier heute mal präsentieren. Ich bin jetzt hier gerade in Nürnberg und wir fahren jetzt zu einer Bushaltestelle. Hier in Nürnberg gibt es zum Beispiel eine kleine. Und das zeige ich euch mal. Geht genauso bei einer großen und funktioniert natürlich auch bei allen Ländern. Das heißt Frankreich, Italien oder sogar das neue Baltic Sea DLC. Da funktioniert es ganz genauso, das schaffe ich nicht mal beim Bremsen, deswegen fahren wir jetzt. Na, hätte doch geschafft, egal. Strafe musste ich nicht zahlen, dann geht's ja noch. Knapp. So, jetzt fahren wir hier links. Ein bisschen ausholen. So, und hier seht ihr schon das Frachtsymbol. Hier. Und bevor ihr dieses Frachtsymbol nutzen könnt, müsst ihr Folgendes machen. Ihr geht, wenn ihr einen irgendeinen Bus-Mod habt, das ist schon mal ganz wichtig, den braucht ihr, dann müsst ihr in den Aufliegehändler reingehen und dann hier müsst ihr euch irgendwelche Passagiere kaufen. Ganz normal, ne? Die nehmt ihr, die kauft ihr, tut dann euren Frachtmarkt rein und dann geht ihr natürlich in euren Auflieger-Manager und tut den dann nutzen, also einsteigen, ne? Dass ihr den praktisch habt. Und dann könnt ihr hier also wie es jetzt hier der Fall ist oder auch bei dem großen Busparkplatz könnt ihr dann Leute hier Leute chauffieren von A nach B fahren. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Eingabe, Ladungsmarkt, das ist das, was ihr natürlich braucht. Und hier seht ihr dann die jeweiligen Frachten. Also Venedig, Innsbruck, da geht es wirklich überall hin. Ne? Genau, jetzt nehmen wir mal einfach hier einen an. Hier stehen sie schon, die Hanswursten. Könnt ihr mal sehen. Drücken wir mal Eingabe. Und schon haben wir im Prinzip die Leute geladen. Gut, bei dem Bus sieht man es jetzt nicht, aber das ist jetzt erstmal nur rein zum Test. So. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Wenn ihr einen die Leute ordentlich beladen habt, oder wenn sie halt eingestiegen sind, dann geht es eigentlich auch schon los in Richtung, naja, wo es halt auch hingeht. So funktioniert das hier. Und das funktioniert, wie schon gesagt, bei allen DLCs. Und ja, finde ich auf alle Fälle ganz cool. Dann könnt ihr dementsprechend. Fahren wir geradeaus, wäre das besser. dementsprechend in das jeweilige Land fahren oder beziehungsweise in die Stadt, wo halt die Leute hinwollen. Wir schauen uns jetzt mal kurz noch das Ergebnis an. Das heißt, wir fahren jetzt. Wo fliegen wir? Fahren wir überhaupt hin? Nach. Ich habe gar nicht geguckt. Nach Dijon. Da fliegen wir jetzt am besten mit der Flycam hin und dann zeige ich euch noch das Ergebnis. Jetzt sind wir hier in Dijon angekommen. Und zeige ich euch noch den großen Busparkplatz. Hier ist nämlich ein ganz großer. Ich habe jetzt einfach mal willkürlich einfach einen Bus hergenommen. In dem Fall jetzt hier so einen alten Mercedes-Bus. Einfach mal so just for fun. Bin ich richtig? Jo, normal schon. Ne? Zumindest. Ja, normal schon. Dann schauen wir mal. Hier könnte dann theoretisch, ich muss mal schauen, Eingabe, hier kann man praktisch schauen, jetzt fahren wir hier hin, und dann kann man hier, gibt es praktisch sowas nicht mit so einem Symbol und so, mit automatisch einpacken, zum Beispiel so zack. Und so hat man es geschafft. Genau, und dann dementsprechend wieder Auftragsmarkt, Ladungsmarkt, und dann könnt ihr euch hier eure ganzen Kunden raussuchen, wo es halt überall hingeht. Und da gibt es echt dann eine Menge.
Also hier steht es auch nochmal da, Busterminal, also Terminal zu Terminal sind die großen und diese Busstops, das sind diese kleinen, ne? Also diese kleinen, ja, wie ich es am Anfang schon gezeigt habe. Funktioniert wirklich ganz gut. Genau, wie schon gesagt, kompatibel mit allen DLCs und ja, läuft wirklich ohne Probleme. Es gibt natürlich noch diverse Add-ons dazu. Da bin ich zum Beispiel in Skandinavien und Baltic Sea zum Beispiel auch, dass die gleichen Möglichkeiten hat. Da kann ich euch mal das, den Link dazu reinstellen für das Baltic DLC, weil das ist das Neueste ist. Das stelle ich euch mal mit rein. Dann könnt ihr das auch nutzen. So, falls ihr Fragen habt, dann einfach gerne kommentieren. Oder, oh, nee, reicht eigentlich, ne? Dann einfach kommentieren. Im Bus, wie schon gesagt, ladet euch einfach runter auf diversen Seiten. Find gibt es ja Bus-Mods runterladen und dann, ja, könnt ihr das dann hier spielen. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Dann wünsche ich viel Spaß mit diesem Bus- und Terminal-Mod. Und ja, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinn, also gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.